Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Warzone. Hier auf meinem Kanal, ob Glück oder Können bin, deswegen habe ich schon wieder vergessen, leiser zu stellen. Hier auf meinem Kanal, ne, habe ich gerade gesagt und ich habe schon wieder vergessen, leiser zu stellen. Das Problem ist, dass dieses Spiel ja eigentlich geil ist, aber du startest es, entweder wie bei mir, in meinem Fall auf dem PC, zeigt es einen Fehler an und sagt, ich hätte das Spiel beendet. Dann startet es wieder, findet raus, es hat einen Neustart und du musst wieder neu starten. Das heißt, ein Einmalversuch ist fast wie bei GTA. Und dann habe ich natürlich vergessen, dass ich eigentlich den Sound ein bisschen leiser drehen wollte, weil das immer noch zu laut sein könnte. Aber scheiß drauf. Und los geht's. Richtig, Storage Town. Mal versuchen mal dahin zu kommen, ne? Ich gehe gern Storage Town runter, wenn es geht. Ich mag die Ecke. Ich sterbe da auch oft, aber das ist wieder was anderes. Na, das ist wieder was ganz anderes. Ich versuche natürlich jetzt lauter zu reden und nicht die Stimme so abzusenken. Und habe natürlich wie immer als ein scheiß Mikro rumgefummelt. Das Wort scheiß sagt man nicht. Ich versuche ja alles mögliche, was mir zur Verfügung steht, aber ich bin nicht gut da drin. Ich muss ja immer öfters mal den OPS im Auge behalten. Das Bildschirmchen, ne? Ist eigentlich ein Update von den OPS, fällt mir gerade auf, so seit gestern. Also ich hatte gestern das OPS auf, aber irgendwie sieht es heute anders aus. Gab es ein Update? Macht der automatische Updates? Das fällt mir gerade so auf, aber egal. Ich habe ja heute Morgen schon mal aufgenommen für heute. Also gestern für gestern und heute gestern noch für heute. Aber mir fällt das gerade zum ersten Mal auf. Was sagt das über dich aus? Du hast ein Auffassungsvermögen, das ist schon... Scheiße. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, ich bin nicht alleine hier. Oh, das ist als Zweitwaffe sehr, sehr gut. Oder als Nahwaffe. Also Nahwaffe. Als Nahwaffe. Als Waffe auf kurzer Distanz, per enge Räume. Ah, die eine Tür ist, glaube ich, immer auf, ne? Mann, warum leckt das? Sind das Cheater? Ist das meine Internetverbindung? Macht aber auch persönlich keinen Spaß mehr, privat zu zocken, wenn das weiter so leckt. Das kann da nicht sein, dass das hier Vodafone ist und dass die das mit mehreren Menschen abziehen und wir alle weiterhin zahlen. Ich glaube, da ist jemand hinterhergerannt. Ja, das war... Ja. Wo läuft hier? Die besser? Oder ist es die gleiche? Okay, der ist hier rausgekommen. Feindliche Drohne über uns! Wo ist die Person hin? Ah, da. Wir laufen mal 10 Minuten stumpf hinterher. Nein! Also, liebe Kinder, mit dieser liegenden Position haben wir die Pistole. Aber wenn du verlierst, hast du. Okay. Du bist dran, Soldat. Von der Pistole ist ja kein Problem. Wo ist der Gegner? Wo? Ach Mann! Wieder da! Scheiße, weil die X16 ist ja kein Problem. Gut, der eine hatte die bessere Waffe. Ich hatte eigentlich die bessere Schussposition, liegend, ruhig, aber ist okay. Er hatte die bessere Knarre. Und ja, wir haben es geschafft, weil wir ja mit der X16 sehr gut sind, ne? Das ist ja meine Lieblingspistole. Wo gehe ich denn jetzt hin? Kann ich denn hier jetzt noch nachträglich gut looten? Das ist eine gute Frage, weil ich brauche noch mehrere Minuten. Kann man das Gebäude ja, ne? Okay, wir gehen mal hier hin. Aber es nervt mit der Internetverbindung, es nervt so sehr. Weil bei so Spielen wie Warzone, Fortnite, da geht es ja wirklich darum, dass man wirklich...
Okay. Eine stabile Internetverbindung braucht, um auch schnell zu sein. Piepst du? Ich weiß nicht, ob der unter uns im Fahrstuhl ist. Ich gehe mal ganz runter. Ja, ich würde sagen, ich bin in dem Gebäude nicht alleine. Weiter oben. Ich hätte doch den Fahrstuhl runter sollen. Granatwerfer, ehrlich. Oh ja, oh ja, ja. Nein, nein, nein. Okay, also das Video ist sehr langweilig. Nach dem Ausstieg aus dem Gulag. Aber warum ist hier so eine Art Fernsehstudio? Bin ich in dem Studio gelandet? Gleich tot und das verdient. Sorry für das langweilige. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Schön, in gegengesetzte Richtung von mir. Klasse, Bro. Sicherheitszone wird verlegt. Okay, die Zone ist sowieso in der Richtung. Ach komm, wir holen unsere Vorräte und gehen in die Zone, ohne zu sterben. Ich glaube zwar nicht, dass es gut geht, aber egal. Yo! Ein ordentlicher Kill. Ich höre noch jemanden. Bin ich der Einzige, der seine Ausrüstung will? Oh no! Ehrlich? Okay, wir werden ein bisschen vorspulen, denke ich. Wenn ich das überlebe. Es leckt schon wieder. Feindliche Drohne über uns! No, 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 no. Okay, wir haben nichts vorspulen. Wir sind leider noch voll da. Feindliche Drohne über uns. Markiere Wegpunktkoordinaten. Komm ich nie hoch? Das ist eigentlich so dumm, dass das mitten auf dem Dach gelandet ist. Entweder beim Versuch nach oben zu kommen. Wir haben doch bestimmt hierbei, oder? Heftig, wie es hier knallt.
Ist das normal? Ich hab gerade Panik, das glaubt ihr mir gar nicht. Also die Lexe natürlich nicht auf meiner Seite. Und los geht's. Wir sterben doch gerne. 2 Kills, einer im Gulag, einer auf der Straße. Die Zone ist aber hier. Sorry, wenn ich gerade so ruhig bin. Ich weiß, ich werde sowieso gleich sterben. Alter, sind das Cheater oder sind das einfach nur Lags? Fahrzeug, ich komme. Hin wird irgendwo geschossen. Ich möchte ja ein paar Kills haben. Ich übernehme das Steuer. So, vielleicht werden wir jetzt gleich ein bisschen vorspulen. Hä? Ich kann meine Waffe nicht nachladen. Junge! Ich habe keine Munition mehr. Wo habe ich denn keine Muni? Hatte doch Muni. Aber schön, die ganzen Lags. Wir werden gleich sterben, ne? Nein! Danke fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen guten Morgen. Und einen noch besseren Abend. Wir haben leider voll auf die Schnauze bekommen. Ich liebe die Lags. Ich liebe das Ganze. Ich bin nicht mit raus. Peace.